herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Komischer Ort hier, ne? Ja, echt. Wo sind wir? Wir sind in der Werkstatt von Papa. Sieht immer ein bisschen wild aus. So muss das aber in einer Werkstatt. Denn wir haben uns überlegt, wir bauen heute was richtig Cooles. Was wird es sein? Ein Dummy. Ein Dummy. Julien muss mir helfen. Wir haben gesagt, wir drehen zusammen ein Video. Und deswegen bauen wir ein Dummy. Dafür brauchen wir noch gar nicht viel. Es ist ein Reit-Dummy natürlich. Und zwar, wir benötigen einen Blaumann. Den habe ich gerade gekauft. Die Dinger sind gar nicht so teuer. 25 Euro. Dann noch ein paar Kabelbinder. Die habe ich Papa geklaut. Die kosten aber auch nicht viel, muss man dazu sagen. Und ein Seitenschneider. Ich denke, wir stopfen das Ding nachher mit Stroh. Aber es ist eigentlich so schwierig. Warum machen wir das Ganze? Wir reiten ja Pferde auch ein und man kann Pferde noch so gut vorbereiten. Aber manchmal haben wir das Gefühl, dass es doch besser wäre, wenn nicht wir da drauf sitzen als erstes, ja, sondern unser Dummy. Ganz witzige Story eigentlich. Wollen wir kurz über unsere Hypnose sprechen? Ja. Wir hatten letztens eine, wie nennt man das? Traumahypnose? Ja, eine Traumahypnose. Wir haben eine Kundin, die bietet so etwas an und wir waren sehr skeptisch, aber sie hat uns das angeboten, dass wir das mal machen. Und jeder konnte mit seinem Thema dahin gehen. Und dann sind wir in diese Hypnose gegangen. Kannst du schlecht aussprechen. Waren sehr skeptisch, waren hinterher aber ziemlich geflasht. Und Julien ist mit welchem Thema reingegangen? Eigentlich, weil ich vom Pferd gefallen bin. Und dann hat sie aber herausgefunden, dass ich gar nicht Angst vor dem Pferd hatte, sondern von einem ganz anderen, wo ich gar nicht runtergefallen bin, was aber auch mit mir abgegangen ist. Ja, es war total krass. Julien hatte mal ein Pferd, das ist gestiegen und hat ihr dann die Trense an die Wange gehauen, dass sie hier so einen kleinen Cut hatte. Da hat sie aber vorher gar nicht mehr drüber nachgedacht und in dieser Hypnose wurde sie dann gefragt, wo der Schmerz sitzt und dann hat sie sich auf einmal an die Wange gefasst. Also es war richtig strange, diese ganze Aktion. Kann man aber auf jeden Fall mal machen. Ich fand es sehr hilfreich. Ja. Ich hatte das Thema Ordnung und Struktur und ihr werdet das nicht glauben, ich habe danach alles aufgeräumt, mein Auto ist aufgeräumt, meine Wohnung ist aufgeräumt. ja, es ist ziemlich crazy. Wir haben das Ganze gemacht mit der lieben Antonia Wittfurt. Könnt ihr gerne mal googeln, wenn ihr sowas auch machen wollt. Wir haben dann auch herausgefunden, dass Julien eigentlich immer weiß, wenn etwas passiert. Julien hat eigentlich so den siebten Sinn. Sie sagt mir immer so, Mathis, gleich passiert was. Nur leider hört sie nicht selber auf sich und geht immer über diesen Punkt hinaus und dann ist was passiert. Und damit wir das nicht mehr machen müssen, damit das nicht mehr passiert, bauen wir uns jetzt den Dummy. Und immer wenn Julien siebter Sinn sagt, das wird zu brenzlig, hören wir entweder auf oder wir holen unseren Dummy. Das klingt mega schlau. Ja, ne? Ja. Das, wir sollten ihn auch so benennen. Siebter Sinn? Siebter Sinn. Oder Julien 007. Ja. Das ist Joe 007. Wir bauen jetzt Joe 007, der siebte Sinn von Julien. Und das wird eigentlich relativ einfach sein. Und zwar ist das ja so ein Ganzkörperding. Und wir machen jetzt einfach mal die Arme zu mit Kabelbindern. Dann stopfen wir das Teil. Kann ich erst das Stroh abmachen? Ja, das steht schon ab. Dann das Stroh reinpacken. Ich weiß nur noch nicht, wie wir das so auf dem Pferd befestigen. Du hast das schon mal gemacht? Ja. Ja, und wie? Wir hatten da so Ringe dran. Ringe? Ja, mit Kabelbindern. Also so Ringe aus Kabelbindern. Dann musste man ein Loch einschneiden. Aber wo hattet ihr? An den Beinen? An den Beinen, hier oben. Da unten. Ihr habt das nach vorne, nach hinten gegurtet? Ja. Auf dem Sattel? Ja. Okay. Vielleicht wird es doch ein bisschen aufwendiger. Ich hätte jetzt einfach erstmal die Arme zugemacht. Ja, das auf jeden Fall auch. Hier, du kannst die anderen zumachen. Ich habe mir noch nicht so Gedanken darüber gemacht. Ich muss sagen, ich habe das schon mal gemacht, nur mit einer Jeans. Die habe ich auch einfach unten zugemacht und dann Sand reingefüllt. Alter, dieses Ding, das war so schwer. Dann habe ich das eine Nacht im Regen draußen gelassen. Danach waren es Betonbeine, das konnte kein Pferd mehr antun. Ich selber konnte das Ding noch nicht mal bewegen. Das rutschte wie Scheiße auf dem Sattel. Ja, beruhige dich. ja, das hat nicht so gut geklappt, muss ich sagen. Aber den Beinen auch, oder? Ja. Vielleicht sollten wir das Ganze aber erstmal auf einem Pferd testen, was eingeritten ist. Ja, das wäre mega schlau. Mit Joe eine Einheit werden. Ja. Bevor wir dann auf ein wildes Pferd steigen. Dann gehen wir jetzt mit Joe in den Stall und suchen Stroh. Wir fangen an zu stopfen. Ich habe hier einfach mal so einen kleinen Strohballen genommen. Wir sind extra in eine Box gegangen, damit wir nichts wegkriegen müssen. Oh, Junge.
und fange jetzt mal an, da ordentlich was reinzupacken. Okay, zeig mal, was er kann. Stehen kann er schon mal. Nice. Mega stabil. Wow. Gut, jetzt muss halt dein Höschen zuknöpfen. Ja. Okay, ist halt die Sache, glaube ich, hier können wir jetzt nicht mehr so krass stopfen, weil dann springen uns die Knöpfe auch. Ja. Vielleicht muss man die zunähen. Ich kann nicht nähen. Das ist gar keine Option. Aber vielleicht machen wir jetzt erst die Arme. Überlegt, ob wir da irgendwie noch einen Stock einarbeiten, damit der ein bisschen aufrecht bleibt, der Kollege hier. Weiter geht's in der Werkstatt. Und zwar haben wir hier Bambusstücke gefunden. So etwas hier. Die Dinger kosten auch nicht viel, wenn ihr das nachbauen wollt. Okay, das müsst ihr sagen. Wobei, vielleicht so schräg durch. Das ist ins Bein. Das ist den ganzen Körper. Nee, ist trotzdem nee, zu dünn. Der muss ja auch die Beine, der muss ja auch Sachen kaufen. Ja, stimmt. Wir können eigentlich, ich glaube, die Beine brauchen wir gar keine. Wir brauchen nur ein oder zwei im Rücken. Ja. Ist ja auch scheißegal, ob im Rücken oder im Bauch, oder? Ja. Hauptsache, der fällt nicht nach vorne. Dann könnten wir die auch hier drunter setzen und das dann direkt mit Kabel wieder nochmal zumachen. Ja. So, schauen wir mal, wie das sich so macht. Hopp, richtig gut. Wenn man so sitzt. Sitzt da gut. Sitzt super, Junge. Ich kann ein bisschen die Schultern zurücknehmen. Arbeiten und ran. Ja. Sieht doch schon weit viel besser aus. Joe 007 ist soweit fertig gebaut. Wir gehen kurz in die Details. Und zwar, er ist voll mit Strom. Wir haben zwei Bambusstöcke hier drin. Die haben wir befestigt mit Kabelbindern. Einfach zwei Löcher reingemacht, Kabelbinder drum. Und dann waren wir noch so schlau und haben diese Bambusstöcke hier zusammengezogen, damit die Knöpfe nicht aufreißen. Somit ist dann hier nicht so viel Spannung drauf. Joe sitzt einigermaßen aufrecht, er kann noch ein bisschen an seiner Schulterpartie arbeiten, aber er ist ja auch noch in der Grundausbildung, von daher, das ist alles muskuläre Sache, das kriegen wir noch hin. Somit ist er so ready, dann drehen wir ihn einmal um. Und hier haben wir extra noch zwei Ösen, damit wir den nach hinten spannen können am Sattel. Hier war eh so ein Überstand, haben wir einfach ein Loch durchgemacht, das hält. Wunderbar. Ich würde sagen, er ist bereit für seinen ersten Praxistest. Wir sind ja bei Mama und Papa auf dem Hof in der Werkstatt gewesen. Jetzt fahren wir aber zum Ausbildungsstall und müssen Joe 007 natürlich auch wieder mitnehmen. Ich packe ihn einfach auf den Beifahrersitz. Bin gespannt auf die Blicke von den anderen Autofahrern. Aber er ist hier ein bisschen Körpermasse wieder in die rein und ich habe keinen Bock, dass das immer so sauber ist. Ist gerade sauber gemacht, ne? Gerade sauber gemacht. Mit Struktur und so. So, dann gehen wir rein. Jawohl. Super, ich schnall ihn noch kurz an, den Kleinen. Kann er auch nicht weg. Gut, ich würde sagen, sicher transportiert, mein Freund. Sieht gut aus. Los geht's, mein Freund. Joe 007 und ich werden die Reise antreten. Oh Mann, ey, was denn die Leute da denken? Der Typ braucht echt noch einen Kopf, das wäre gut. Angekommen im Stall. Juline hat schon den Sattel parat. Ich
Ich habe Cassio schon geholt, habe mir gerade übergeputzt. Mit denen werden wir das Ganze jetzt mal ausprobieren. Cassio ist schon eingeritten und ist eigentlich ein sehr entspannter Typ. Von daher das perfekte Pferd, um einen Dummy auszuprobieren. Ja, Sattel den mal und dann versuchen wir das hier festzumachen. So, mein Freund Joe ist auch schon parat. Wir brauchen noch Strohbänder. Die Mülleimer sind weg, ich habe mir schon eine Schere hingelegt. Und ich würde sagen, wir zeigen ihm das erstmal. Hallo. 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 Entschuldigung. Entschuldigung. Hier ist ein neuer Bereiter für Sie. Hallo. Hey. Ich bin Joe. Joe 007. Okay. Der ist wirklich cool. So, wir haben den Dummy präpariert, hier auf Cassio erstmal. Das Ganze hat auch ganz schön lange gedauert. Von daher war das gut, dass wir erst einen erfahrenen Pferd gemacht haben. Wir haben den Jungen jetzt richtig festgezogen. Also jetzt haben wir hier in den Beinen fixiert, dann nach vorne fixiert, nach hinten fixiert. Er ist aber auch sehr stabil, finde ich. Von daher würde ich sagen, wir longieren jetzt einfach mal ein bisschen und gucken, was passiert mit dem Kollegen. Ja, du bist ganz entspannt. Sieht super aus. Ich hoffe, er stößt sich nicht den Kopf. Kollege, deine Wirbelsäule guckt raus. Oh. Okay, das ist knapp hier. Man sollte das Ganze nicht auf der Stallgasse machen. Es war natürlich erstmal mega wichtig zu wissen, wie sitzt der Dummy überhaupt auf dem Pferd, ist er stabil genug und vor allem fängt er an zu rutschen. Und dann ging das aber weiter im Trab und ich muss sagen, für so ein Dummy-Verhältnisse saß er im Trab auch schon richtig fest, aber man hat gemerkt, der Oberkörper, ja, hat jetzt nicht so die krasse Stabilität und fing dann auch immer wieder an, so ein bisschen nach außen zu fliegen. Somit war klar, gerade hier im Galopp, wir müssen doch nochmal ein bisschen feinjustieren, den Dummy ein bisschen fester machen. Aber Cassio hat es natürlich super mitgemacht. Okay, kleine Verbesserung noch. Wir müssen den von hier auch noch so ein bisschen nach rechts und links spannen, damit er nicht rutschen kann. Wir machen den jetzt einfach so hier drauf fest, dass das hier drauf bleibt. Den Sattel können wir jetzt leider nicht mehr benutzen. Ich glaube, jetzt sitzt er richtig gut. Ich muss mal kurz erzählen, das ist Cassio. Cassio ist 3 Jahre alt, aber in unseren Händen, seitdem er ein halbes Jahr alt ist. Das macht was aus, wenn man sich regelmäßig um seine jungen Pferde kümmert. Das ist nämlich kein Problem, so einen einzureiten. Deswegen können wir den auch hier nutzen als Test-Dummy für unseren Dummy. Witzig. Wir machen das jetzt nochmal im Galopp und gucken, ob er jetzt besser sitzt. Ich würde sagen, der Dummy ist erprüft. Der funktioniert schon mal. Ich nehme das jetzt mit dem Sattel ab und dann holen wir das Pferd, wofür wir den eigentlich brauchen. Und werden das Pferd einfach mit dem Dummy satteln, weil das da drauf gurten und so ist auch ja viel zu lange. Von daher zeigen wir uns jetzt erstmal schauen, ob er soweit ist. Und wenn das klappt, dann können wir heute das andere Pferd mit dem Dummy reiten. Okay, wir starten. Und zwar habe ich Joe 007 hier auf dem Sattel. Und Jolene hat das Pferd geholt, mit dem wir ein bisschen Probleme haben. Das ist der Chico. Und der kennt das Satteln, der kennt auch schon das Aufsitzen. Hat immer Probleme, wenn die Sachen von rechts kommen. Und ja, wir sind eigentlich jetzt an dem Moment, wo man jetzt mal losreiten müsste, aber unser 7. Sinn sagt uns, das ist keine gute Idee. Deswegen kommt Joe 007, er bleibt mal hier an der Bande gleich stehen und dann satteln wir ihn jetzt einfach mal zusammen und gucken, wie das so funktioniert und dann versuche ich ihn erstmal mit seinen gewohnten Übungen ein bisschen zu arbeiten. Wir haben Chico den Dummy erstmal ganz in Ruhe gezeigt und haben dann angefangen, dass wir ihn versucht haben zu satteln. Der Dummy ist ja fest auf dem Sattel drauf, aber wir haben gemerkt, Chico findet das ganz schön ungeheuer und somit hat er erstmal die Flucht ergriffen und war ziemlich fix weg. Gut, wir mussten eine kleine Planänderung machen und sind mit dem Pferd hier auf die Stallgasse gegangen, weil er in der Halle einfach zu viel Sicht nach vorne hatte und wollte mal losschießen. Denn es ist ja eigentlich gar nicht so schlimm und wir haben ja schon viel Vorarbeit mit ihm gemacht. Sonst würde ich mir auch nicht so überfallen in dem Sinne. Deswegen sind wir jetzt hier in die Ecke gegangen. Und man muss sagen, es ging super einfach. Wir haben es jetzt leider nicht mehr gefilmt, weil wir uns jetzt wirklich aufs Pferd konzentrieren mussten. Das Problem ist natürlich, wir kommen mit Joe 007 nicht durch die Hallentür hier vorne. Von daher müssen wir die lange Gasse runter und hinten dann das große Tor aufmachen. Aber ich gehe jetzt erstmal mit ihm hier über die Stallgasse und gucke, wie er reagiert, bevor wir in die Halle gehen. Ja? Ja, super machst du das. Ganz toll. Ganz toll. Jetzt gehen wir mal zusammen.
Wir sind mit Chico dann erstmal hier die Stallgasse runtergegangen, über den Hof, um in die Halle zu kommen, da die anderen Türen ja leider alle zu klein sind. Deswegen müssen wir die große Einfahrt hinten nehmen, wo man sonst auch mit dem Trecker durchfährt. Das war alles relativ entspannt, muss ich sagen, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir wieder in der Halle waren. Und dann hat Chico erst richtig realisiert, oha, da sitzt ja jemand auf mich drauf und der bewegt sich auch noch, verdammt. Man muss sagen, Chico ist mit seinen 4 Jahren doch ziemlich stark und wenn er sich da mal so richtig erschreckt, dann gibt er auch Gas und da kann selber ich ihn nicht mehr halten. Gerade hier, wenn er jetzt da nach außen wegdrückt, da habe ich keine Chance mehr. Aber ich habe Ruhe bewahrt und habe mir die Longe einfach wieder genommen. Jetzt bin ich hier gerade auf der linken Seite, da ich die Longe hier aufgreifen konnte, habe dann geschaut, dass ich wieder rüberkomme und zack, da habe ich ihn wieder. Und somit konnten wir jetzt erstmal anfangen, hier an der Longe wieder zu arbeiten. Was natürlich wichtig, dass ich Chico hier wieder kontrollieren kann, damit er gar nicht so in diese Paniksituation fällt. Ich habe ihn dann auch nochmal wieder ein paar Runden geführt und man beachte unseren Dummy, leichte Schräglage nach rechts, da muss man ein bisschen an seiner Körperspannung arbeiten. Aber nicht so schlimm. Chico hat das Ganze nämlich richtig gut gemacht. Dann, wo ich ihn hier unterstützen konnte, konnte er sich immer besser konzentrieren auf die Arbeit. Und somit haben wir das Ganze dann erstmal versucht, ganz in Ruhe im Schritt zu machen. Sowohl auf der linken Hand, sowie auch auf der rechten Hand. Und ganz zum Schluss habe ich dann angefangen, dass wir einfach unsere gewohnten Übungen, die wir sonst auch schon im Roundpen gemacht haben, hier mit übertragen in die Halle mit dem Dummy drauf. Das bedeutet, ich lade Chico immer wieder ein, dass er sich mir anschließen kann. Und man sieht ganz schön, dass Chico jetzt auch die Sicherheit bei mir sucht. Und somit konnte er dann auch schön frei mit mir hier langlaufen, trotz Dummy. Und das Ganze war kein Problem mehr. Fazit, man muss sagen, ich bin sehr froh, dass wir Joe 007 haben, dass ich da nicht drauf saß. Und so können wir jetzt die nächsten Male erstmal weiterarbeiten, bis wir so entspannt in die Halle reingehen, wie wir hier die Halle auch verlassen. Das Training ist beendet. Wir haben Joe 007 wieder abgesattelt. Er ist mit Sattel abgestiegen. Ja, was soll ich sagen? Ich bin sehr froh, dass wir Joe jetzt haben. Wenn ihr den selber nachfahren wollt, wisst ihr jetzt, wie es geht. Es ist wirklich sehr kostengünstig. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Und bei Fragen schreibt einfach was in die Kommentare.